Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Inselleben. Und unsere Emily, die steht gerne hier im Wasser. Ja. Das sieht ja auch wirklich schön aus, ne? Auf jeden Fall, ja, sie steht im Wasser. Das finde ich weniger praktisch. Wenn du müde bist, dann kannst du doch auch in dein Schlafzimmer gehen. Ich meine ins Bettchen. Oder vorher erstmal aufs Klo gehen. Ich habe auch übrigens, wie man sehen kann, ein bisschen umgebaut. Wir sind ja auch schließlich auf einem größeren Grundstück. Ja. Und dann denke ich mal, kann man das so lassen. Hier ist zwar noch ein freier Raum. Den wollte ich vielleicht für ein Kinderzimmer aufheben. Vielleicht eventuell, wenn Enya und Hage vielleicht noch ein Baby haben wollen. Oder vielleicht sogar unsere Emily. Und mit der Davina, da müssten wir halt einen medizinischen Eingriff machen. Dass das entweder adoptieren sie oder ich muss da noch was in den Einstellungen anders machen. Auf jeden Fall sieht das hier doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt muss ich sie nur noch wieder unter Kontrolle kriegen, meine Leutchen. Ach ja. So, dann darfst du dir Reste nehmen. Was ist bei dir? Du bist beschämt. Ganz toll. Dann ess erstmal was, eine Kleinigkeit. Und du hast auch Hunger. Das heißt, du nimmst dir auch mal die Reste. Und kannst dich dann, ach man, jetzt muss ich mich erstmal hier selber wieder einfinden. Dich hier gerne vor den Kaminkanal schmeißen. Okay, wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch auch soweit ganz gut gefällt, wie ich es hier eingeräumt habe. Ja. Mir gefällt es auf jeden Fall. Und der Hage hat hier unten auch sein eigenes Reich. Das habe ich auch schön eingerichtet. Jetzt können mir die Sims nicht mehr hier das Bild versauen. Mit ihr müssen wir eigentlich auch noch angeln, ne? Die Angelfähigkeit hochkriegen. Aber wie sieht's denn arbeitsmäßig aus? Abschlussprüfung machen? Wie viele Tage hast du? 2 Tage noch. Abgeschlossen, abgeschlossen. Erfolgreiche Fotoabnahme. Das hat doch bestimmt dann nicht funktioniert, oder? Ich weiß noch nicht mal mehr, welches Foto wir gemacht haben. Ich glaube, das hier, ne? Der Kunde hat ein Foto abgenommen. Cool. Ach Gott, bin ich beruhigt. Auf jeden Fall darfst du hier mal gerne aufs Klo gehen. Und was ist mit dir, Davina? Du möchtest gerne Saft on the Rocks zubereiten. Okay, kein Problem. Gott, dir geht's auch nicht gut, ne? Müsste hier mal wieder automatische Lichter machen, glaube ich. Alle Lichter. So. Gut, du kannst auch den Kanal wechseln und Comedy-Kanal gucken. Vielleicht tut das da ein bisschen besser deine. So, du bist verspielt, das ist doch schön. Wo bringst du das jetzt hin? Oh, ich habe ja gar keine Spülmaschine. Wieso habe ich keine Spülmaschine? Habe ich die jetzt total wieder vergessen. Und zwar nehmen wir den hier. Den können wir ja dahin packen. Wir haben immer noch ein bisschen Geld noch übrig.
5 neue Sims kennenlernen, ja. Ja, willst du fliegen? Beschämt. Wieso bist du denn jetzt beschämt? 3 Schachspiele spielen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Aber jetzt versteck dich erstmal. Da müssen wir auch noch gucken. Ja gut. Das ist ja dein Bett. Ihr werdet schon irgendwie klarkommen, ne? Du räumst auf. Uiuiuiui. Ich weiß zwar nicht, warum sie beschämt ist. Peinlich berührt wegen Verletzung der Privatsphäre. Wann denn? Da war ich aber nicht dabei, ne? Reste nehmen. Und dann musst du dich auf jeden Fall mal waschen. Was machst du denn eigentlich am Computer? Du könntest ja auch mal dein Gemälde weitermachen, oder? Was ist dir jetzt schon wieder peinlich? Ach, habt ihr euch irgendwie erwischt bei irgendwas? Bestimmt. Sieht fast so aus, ne? Er ist auch beschämt. Aber Angeln ist halt auch wichtig, ne? Dass wir das Bestreben irgendwie abschließen können. Angeln, Band 3. Hauptsache nicht weitermalen müssen. Ach, du bist Gott sei Dank fertig. So, müde bist du halt auch. Habt ihr eigentlich eure Hausaufgaben gemacht? Ist mal eine ganz andere Frage, ne? Hausaufgaben mit links erledigen. Aber ich glaube, du solltest erstmal dich frisch machen. Weil... Wieso denn in Badewanne spielen? Wenn ich sag, du sollst dich frisch machen. Baden. Was bei dir? Keine Ahnung, was du treiben sollst, oder was? Dann hätte ich einen Tipp für dich. Du hast doch oben, habt ihr doch euren Computer. Wo ist denn euer Zimmer? Hier drüben. Und zwar könntest du doch an deinem Buch weiterschreiben. Nur so ein Vorschlag, ne? So, und dann kannst du ja Unsicherheit mitteilen. Und vielleicht... Hat das denn wenigstens ein bisschen was geholfen? Ja, der H hat jetzt gerade keine Zeit, ne? Kann nicht gleich... Das... Geht nicht gleichzeitig, ne? Aber es sind ja eh nur noch 13 Minuten. Wieso schläfst du hier unten? Alter, habt ihr irgendwie Probleme in eurer Beziehung oder was? Von den Dingen weiß ich halt nichts, ne? Wieso bist du hier unten? Ich hatte dir doch gesagt, du sollst oben schreiben. Okay. Heute drehen sie alle am Rad, ne? Du kannst ruhig weiter lernen. Das ist keine Dings, dass du hier jetzt einfach nichts machst, ne? Was ist denn dein Problem?
Über Unterricht beschweren? Hast du eine Schraube locker? Wieso setzt du dich denn ein, wo du dich nicht konzentrieren kannst? Ach, Mann. Ja, aber dass du hier unten bist, keine Ahnung. Ein Level könntest du vielleicht noch erreichen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Weil es ja Age ist, ne? Müsst ihr nicht eigentlich alle ins Bett? Theoretisch, ne? Wäre es doch mal praktisch, wenn die Kinder auch mal ins Bett gehen würden, ne? Schlafen. Vielleicht vorher nochmal aufs Klo. Und dann schlafen. Und du, meine liebe Maya. Maya bist du doch, ne? Könntest auch einfach normal schlafen gehen. Ach, du solltest dich vor allem verstecken. Oh, das war mir wieder so klar, dass du das... Ja doch, du bist noch dabei, okay. Was für eine Errungenschaft. Und hat das denn wenigstens... Ja, immerhin hast du 2 von 3 Bestsellern veröffentlicht, ne? Genrebuch und dann nochmal ein Motivationsbuch. Das Rätsel des Gefallens. Ich weiß zwar nicht, ob wir das schon haben, aber schreib da einfach mal dran weiter. Was machst du? Schlafen. Gut. Ich dachte schon, er macht wieder nur Nickerchen. Oh, du bist ja bald schon wieder wach. Das ist auch ein sehr toller Rhythmus. Naja, passiert. So, aber meine Liebe, ich glaube, du wirst jetzt erstmal ein bisschen baden gehen. Weil muss ja auch ein bisschen feucht bleiben. Klingt zwar komisch. Ja, siehst du, ausgetrocknete Schuppen. Ja, ist jetzt... Müde bist du auch. Ach ja. Ja, das füllt doch dann wieder ungemein auf. Jetzt nur noch schnell was essen. Musst du eigentlich arbeiten? 11 Stunden. Also ja. Um 13 Uhr, aber bis dahin bist du im Bett. Ne? Ich denke mal, du bist jetzt fertig eigentlich. So, schnell was mampfen. Und dann kannst du dich nämlich zu Hage legen, der sowieso dann wahrscheinlich vor dir aufstehen wird wieder. Okay, vielleicht dauert es bei ihm noch ein bisschen. Ihr seid... Ach, du bist ja schon wach. Wie schön, dann kannst du ja mal duschen gehen.
Schaumbad nehmen. Und du bist auch wach geworden. Ja, du musst aufs Klo. Wieso gehen die eigentlich nicht auf ihr eigenes Klo? Du hast doch hier drüben eins. Ja, okay. Oh mein Gott. Und dann kurz bevor du... Betten? Du läufst jetzt erstmal bis hierhin. Oh Gott. Und wenn sie dann kurz davor ist, dann läuft sie wieder zurück. Oh Mann. Jetzt kannst du aber hier aufs Klo gehen. Ja, du musst dich nur hinsetzen. Du musst dich hinsetzen. Sag mal. Du musst jetzt aufs Klo. Du machst dir jetzt bitte nicht vor dem Klo in die Hose. Oh, danke. Gelangweilt, ja, natürlich. Weil du ja auch tanzwütig bist, ne? Also mir kannst du hier nichts erzählen. Ach, Obstsalat für Vegetarier geeignet. Da machen wir doch direkt mal eine große Ladung. So, dann müsstest du vielleicht mal aus dem Raum gehen. Wäre das vielleicht was? Och man, Emily. Bist du irgendwie heute ein bisschen doof? Du machst jetzt... Nein, 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 nein. Oh, danke dir. Dass ihr heute echt irgendwie blöd seid. Aber was ist denn jetzt dein Problem? Gehst du mal raus? Oh, heute ist jeder irgendwie schwer vom Begriff, oder? Ach, jetzt. Jetzt, wo es zu spät ist, Mädel. Du hast jetzt keinen Blasenversagen, bitte nicht. Los, aufs Klo bitte. Oh, meine Güte. Ich kann das nicht gebrauchen. Und was soll das jetzt, wenn es fertig wird? Dann geh doch aufs Klo. Du musst hier jetzt auch noch mitmischen, ne? Oh Mann, du hättest schon längst anfangen können. Was ist denn heute los? Die Abschlussprüfung ist in einer Stunde. Okay. Geh mal erstmal baden oder duschen oder was auch immer. Ihr seid heute wirklich ganz doof drauf, ne? Ja, Davina, es wird Zeit. Was ist denn jetzt dein Problem? Also, heute... Räum mal das hier weg. Wenn du mal das machen würdest, was du machen sollst, Mädel. Eieieiei. Dann hätten wir schon 50 Mal frühstücken können. Nee, das läuft hier nicht. Oh Mann. Ja, dann mach auch.
So, du bist am Schlafen. Du musst hungernd in deine Prüfung gehen. Ihr müsst alle hungernd in die Schule. Oh Mann. Ihr kriegt aber keine zwei Kühlschränke. Das könnt ihr knicken. So, wird's jetzt? Maya ist zur Schule. Oh, jetzt bist du nochmal hier hingekommen. Also, wenn ich das nochmal sehe. Bist du jetzt mal? Geht auch. Was machst du? Wieso machst du das denn? Quaver! Chumcha. Also heute seid ihr echt ganz doof drauf, ne? Du wirst natürlich zur Arbeit gehen. Dann lege ich das da in den Kühlschrank rein. Habt ihr kein Licht? Das sieht irgendwie ziemlich dunkel aus. Ich hat genügend gearbeitet, ja, wie von mir aus. Wer will denn was? Ein anderes Kind hat konnte. Wieso ruft ihr denn dann mich an? Fehler zugeben. Wieder einmal ein Test. Conchetta ist fast fertig. Als sie bemerkt, dass sie eine Frage ganz oben übersehen hat. All ihre Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Sie will es gerade der Lehrerin sagen, als ihr einfällt, dass sie den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Oh, komm. Oh mein Gott, ich finde die Lehrerin so unglaublich dämlich. Weiß, das kann auch mal passieren. Eigentlich hätte sie den auch abgeben können, dann hätte sie auch Scheiße an die Backe geheftet gekriegt, ne? Wie man's macht. So, Hage, dann nimm dir was zu essen. Emily darf sich dann auch was zu essen gönnen. Und wahrscheinlich wird sie keine Zeit haben. Ach ja, wie das halt immer so ist, ne? Ach, ich dachte, du gehst zur Arbeit. Dabei bist du nur schwimmen gegangen. Emily ist zur Arbeit. Die heutige Post wurde zugestellt. Dann können wir doch... Am besten dann... Oh, hallo. Kriegen wir jetzt ein Begrüßungskomitee? Willkommen in der Nachbarschaft. Ach man, Hage, jetzt komm mal in die Pötte hier. Wir könnten ja eigentlich auch die Nachbarn reinbitten. Ach, ihr habt auch sogar was zu essen mitgebracht. Hey, du hast doch was bestimmt. Ja, genau.
Das heißt, wir könnten doch eigentlich und zwar das hier. So. Jetzt darf ich aber nicht speichern, oder? Ja, doch, eigentlich schon, ne? Ich darf nur nicht reisen. So. Ich mache hier aber jetzt einen Cut und die kleine Inselbegrüßungskomitee-Nummer, die machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.